ein elektromagnetisches Feld erzeugen. Darum geht es heute. Wenn ein zeitlich schnell veränderlicher Strom durch einen elektrischen Leiter fließt, kann ein elektromagnetisches Feld entstehen. Vorerst werde ich an meinem Signalgenerator ein Lautsprecher anbringen und dann eine Frequenz im Hörbereich einstellen. Habe ich schon 100 Hertz. Es sollte ab 20 Hertz bis 20 Kilohertz oder zwischen 16 und 20 bis 16 und 20 Kilohertz gehen ungefähr. Jetzt höre ich gar nichts. Also muss ich dann hier die Frequenz ein bisschen erhöhen. Vielleicht, ach doch, da. Schon höre ich was mit 300 Hertz. Da geht's los. Holla die Fee, es ist aber laut geworden. Mal schneller. 10 Kilohertz. Wir nähern uns dann an den Bereich an, in dem man nichts mehr hört. Sollte bis 16 gehen. Naja, ich höre gar nichts mehr. Geh mal, dreh mal runter. Nochmal da. Ich hoffe, das kann man hören. Ich nehme an, ja, das ist eigentlich sehr laut. Gut, ja, hier. Dann wieder tiefer. Jetzt höre ich nichts mehr. Okay. Ja. Das ist dann hier im Hörbereich möglich, weil die Sinuswelle die elektrische Spannung, Wechselspannung, die vom Signalgenerator erzeugt wird, zugeführt wurde zum Lautsprecher und der Lautsprecher hat dann brav alles wiedergegeben. Aber ihr wartet schon drauf, dass ein elektromagnetisches Feld entsteht und das geht dann so mit einem Leiter. Und ich habe zufälligerweise einen Leiter da und hier der Lautsprecher. Und hier ist dann der Leiter. Es ist ja auch keine Überraschung. Als Leiter habe ich eine Antenne gewählt. Der hat einen SMA-Konnektor und die BNC-Buchse wird den SMA-Konnektor nicht mögen. Also kommt ein Adapter dran. Und so, angesteckt. Und so bereit. Ja, ich hoffe, man hat vorher in der Aufnahme den Ton hören können. Ich werde das nochmal prüfen. Und dann geht's weiter mit dem elektromagnetischen Feld. Ich habe mir eine Frequenz ausgewählt und eingegeben im Signalgenerator, die ich benutzen darf als Funkamateur für experimentelle Zwecke. Und die Frequenz eingegeben in den SDRs, in den Empfänger, die ich gleich benutzen wird, um das Signal zu empfangen. Das sind dann wohl HackRF1 und SDR Play unter Linux und unter Windows und mit der Software SDR Angel und SDR Uno. Ja, gleich geht's los. Also gehe ich auf Senden. Hallo, ich will auf Sendung gehen. Komm schon. Willst du nicht? Ach, wunderbar.
Am Rechner mit Linux als Betriebssystem habe ich die HackRF1 angeschlossen und damit werde ich dann mein Signal anschauen mit Hilfe von der Software SDR Angel. Ja, furchtbar, oder? Aber Erfolg. An einem Windows-Rechner habe ich SDR Play angeschlossen und hier werde ich mir das Signal auch unter SDR Angel, aber für Windows mir anschauen. Das Signal unter SDR Angel auf Windows laufen. Ja, Erfolg. Na gut, das wollen wir uns nicht stundenlang antun. Nur als Experiment eine Frequenz, ein Kilohertz tiefer gehen und dann ein höher. Weg. Kilohertz höher, ein noch und weg. Da ist er wieder. SDR Angel auf Windows. Das Signal empfangen mit SDR Play. So reicht, ne? Stopp, zack. SDR-1 im Einsatz. Und ja, los geht's. Das war aber laut. Okay, das ist alles, was ich zeigen wollte. Nun, wer es noch ertragen kann, dann nach Ende. Vielleicht noch ein paar Aufnahmen. Aber im Grunde genommen, danke für die Aufmerksamkeit.